Morgen. So, das ist Akido aus Kyoto. Servus. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Ein Geschenk von meinen Eltern. Aha, das ist aber aufmerksam. Und du sprichst ja so gut Deutsch. Na dann, herzlich willkommen. Arigato gozaimasu. Aha, Weißwürste sind fertig. Hast du hier schon Mordshunger? Weißwürst um die Uhrzeit. Ja, und den dann, du weißt, Weißwürst, dürfen die Mittagszeit nicht überleben. Mhm. Und dazu gibt's dann noch einen süßen Senf und eine Resche Brezen. Ein original bayerisches Frühstück. Papa, das ist doch so ein deppertes Klischee. Wieso? Du willst doch sehen, wie wir so leben. Das ist doch der Sinn von so einer Gastreise. Ja, dann kannst du mir gleich am besten noch was vorjodeln. Der ist aber schön. Danke, Akido. So einen habe ich auch bekommen. Tja, sei der Bademantel. Na, Papa, das ist kein Bademantel, das ist ein Kimono. Ein traditionell japanisches Kleidungsstück, das trägt man zu besonderen Anlässen, gell? Bei Hochzeit oft oder bei Teezeremonie. Für was ist das? Hochzeit oder Teezeremonie. Sauber, sag ich. Beißel. Ja. Was? Wo? Bin gleich da. Die Arbeit. Aber heute Abend, da machen wir einen schönen Krustenbraten mit Knödel. Hä? Geh. Mit Knödel. Wer ist jetzt mir? Heute haben es wieder alle verrückt gespielt in der Arbeit. Danke. Wo ist denn der Akido? Der zieht sich gerade um. Der ist so schüchtern, der hat heute den ganzen Tag nichts gesagt, aber eingekauft wie ein Blöder. Wie sehe ich aus? Also, so wird jetzt bei uns keiner freiwillig rumlaufen, aber... Ja. Grüß euch. Grüß dich. Was ist das? Aber das tragt ihr. Hab ich gesehen. Ja, ich die Lederhosen. Was sowas? Für meinen Vater hab ich... Auch nicht gut. Auch das verkauft ihr hier. Ja, leider. Sehr gut, Eva. Danke. Schau mal her. Das ist ein richtig schöner Bierkrug. Ein Glaskrug hier. Zinndeckel. Sagt's einmal, hier riecht's so neutral. Ihr gemeint, heute gibt's was Schönes. Krustenbraten mit Knödel. Wie jetzt? Warum schaust du mich das so an? Ich bin gerade erst heimgekommen. Ja, und du? Hast du nichts einkauft? Du, ich hab gearbeitet. Ja, und mir nicht? Schon, aber. Ah, versteh schon. Wenn du sagst, wir machen einen Krustenbraten, dann meinst du, wir machen einen Krustenbraten. Richtig. Ja, und jetzt? Was machst du denn immer so ein Geschiss ums Essen? Dann bestellen wir halt eine Pizza oder so. Pizza, Pizza, Pizza. Ich möchte was Gescheites zum Essen. Und der Akido auch. Ich hoffe jetzt beim Hirschner und bestelle einen Tisch. Und wer mitgeht, geht mit. Und wer nicht mitgeht, geht nicht mit. Gell, Akido? Danke. Vielen Dank. Aber ich glaube, ich habe gar keinen Hunger. Was hat er denn? Ich hoffe, wir haben ihn jetzt nicht beleidigt. Ja, ich nicht. Akido, wo willst denn du hin? Du wirst uns doch nicht etwa schon wieder verlassen. Hast du noch nicht einmal gefrühstückt? Jetzt kommst du erst einmal mit herein. In die Küche, da können wir reden. Ist besser, wenn ich gehe. Ich bringe alles durcheinander. Das tust du doch gar nicht. Doch, ihr gebt euch so viel Mühe mit mir. Und ich habe bei Susanne beleidigt. Das ist doch Quatsch. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du hier bist. Jetzt kommst herein. Wir freuen uns wirklich, dass du hier bist. Wegen mir hat Baisosan Streit mit Eva gekriegt und mit ihnen... Das ist doch völlig normal bei uns. Da gibt's öfters einmal ein bisschen lautere Diskussion. Das gehört dazu. Und jetzt setz dich hin.
Bei uns ist das undenkbar. Der Vater ist immer eine Respektsperson. Ja, ich weiß. Ja, bei uns schon auch. Aber nicht zu viel. Schau mal. Und wegen einem Geschenk für deinen Vater. Den bringst du mit. Das ist ein echter Krug. Aber er gehört bei Susanne. Es passt schon. Und glaub mir, wir freuen uns wirklich sehr, dass du hier bist. Ja. Ja, wir wollen dem Akido zeigen, wie gut uns sein Gastgeschenk gefällt. Steht mir doch, oder? Bisschen wie Geisha. Kannst mir eigentlich gleich die Schuhe ausziehen. Ja, das hättest du jetzt gern. In Japan dient die Frau dem Mann. Ja, und das haben wir hier erfolgreich abgeschafft. So, und jetzt kommen wir warten schon auf dich. Was gibt's denn? Überraschung! Du, Bini, du musst zum Akido freundlicher sein. Das ist ein ganz sensibler. Nicht jeder versteht den bayerischen Grant. Ich weiß schon. Schau, deswegen habe ich mir was mitgebracht. Wo ist er denn? Du, der ist noch oben. Und dann komm. Aha. Gleich. So, jetzt wird's schauen. Wo seid's denn? Ah, da. Moment. Hey, schaut super aus. Steht dir richtig gut. Ja, jetzt schaust du fast so aus wie einer von uns. Und jetzt, ich mache Fotos für meine Familie in Kyoto. Mit einem Geschenk für meinen Vater. Ja, na, das ist doch meiner. Ja, ich kaufe dir einen neuen. Und jetzt, wir machen ein Bild von ganzer Familie. Ah, nicht so ein Selfie da bin ich nicht dabei. Oh, Papa. Aber das geht nicht. Vater muss mit auf Foto. Ist in Japan immer die wichtigste Person. Ach so, ja, ja. Die Japaner haben schon recht, gell? Aber weißt du, Akido, das wurde bei uns leider erfolgreich abgeschafft. Genau. Aber mach ein Foto.